Kapitel 19. Ein nachlässiger Hausherr. Mama hat nie von meinem Vater erzählt. Jedes Mal, wenn er auf ihn zu sprechen kam, ist sie böse geworden. Aurora ließ den Kopf hängen und seufzte. Clapp saß ihr gegenüber und drehte das Fläschchen mit der Medizin in den Händen hin und her. Nachdem die sture Göre sich strikt weigerte, den Keller des Observatoriums zu verlassen, blieb ihm nichts anderes übrig, als ihr zuzuhören. Mit dem schwarzen Vernichter hätte er sie niemals allein gelassen, selbst vor dem schockierenden Hintergrund, dass er ihr Vater war. Durch den staubigen Gang strömte ein schwacher Luftzug. Er kam aus dem Kabelschacht, den sie im Licht der Lampen mühelos wiedergefunden hatten. Selbst an diesem gottverlassenen Ort herrschten Verwahrlosung und Feuchtigkeit. Nicht einmal Ratten bekam man zu Gesicht. Andererseits, was hätten sie hier auch verloren gehabt? Keine Nahrung, keine Wärme. Während Clapp auf die Fortsetzung der Geschichte wartete, linste er immer argwöhnisch in den finsteren Schlund des Schachts. Aurora bekam von seiner Nervosität nichts mit. Sie hatte sich vollständig in ihre Erinnerungen vertieft. Ach, dann begann sie zu kränkeln. Das Herz machte ihr Probleme. Anfangs hat sie noch Witze darüber gemacht und behauptet, das sei völlig harmlos und würde schon wieder vergehen. Das Mädchen schlug die Beine unter und vergrub das Gesicht in den Händen. An dem Tag habe ihre Mama das Mittagessen gekocht. Ganz allein. Zum ersten Mal in meinem Leben. Einen halben Tag habe ich in der Küche zugebracht und wollte ihr einen Gefallen tun. Aber sie hat nicht mal einen Blick darauf geworfen. Ist völlig aufgelöst hereingestürmt. Ganz blass im Gesicht. Hat sie aufs Bett geworfen und zu weinen begonnen. Ich bekam einen fürchterlichen Schrecken, habe sie gerüttelt und gefragt, was los ist. Da hat sie sich umgedreht, mir angeschaut, als ob sie mich zum ersten Mal sieht, und wieder weitergeflennt. Dann ist Tante Olga hereingekommen, unsere Nachbarin, weil sie den Lärm gehört hatte. Sie hat mir in mein Zimmer gebracht und gesagt, ich solle erst einmal dort bleiben. Aurora traten die Tränen in die Augen. Clapp spürte, wie schwer es ihr fiel, weiterzusprechen. Sie haben Mama in die Krankenstation gebracht, mit einem Herzinfarkt. Die Ärzte haben 24 Stunden niemanden zu ihr gelassen, weil sie so schwach war. Dann hat mir Tante Olga abgeholt und zu Mama ins Krankenzimmer gebracht. Unterwegs hat sie kein Wort gesagt. Ihr zitterten ihr selbst die Hände. Als ich Mama sah, habe ich mich gefreut und wollte sie umarmen. Aber der Arzt, so ein strenger Typ, hat mich fast mit Gewalt zurückgehalten. Er durfte mich dann ans Kopfende von ihrem Bett setzen und er ist rausgegangen. Ich weiß noch, Mama hat die Augen aufgemacht und gelächelt. Aber ihre Augen waren so traurig und trüb. Sie hat mir einen Kuss gegeben und mir über den Kopf gestreichelt. Dann ist sie wieder eingeschlafen. Ich bin ganz still bei ihr sitzen geblieben, um sie nicht aufzuwecken. Plötzlich hat sie die Lippen bewegt, aber ich habe zuerst nichts verstanden. Sie hat die ganze Zeit nach jemandem gerufen. Und so habe ich den Namen meines leiblichen Vaters erfahren. Ein seltener Name. Im Einwohnerverzeichnis von Eden war er nicht drin. Dafür fand ich in der Datenbank des Geheimdienstes jemanden, der so heißt. In der Datenbank? Was heißt das? Na, ich musste mit dem Server was drehen. Der war nur dilettantisch gesichert. Und... Das Mädchen schaute auf und winkte missmutig ab. Es spielt ja auch keine Rolle. Das verstehst du sowieso nicht. Jedenfalls hat sich herausgestellt, dass mein Vater außerhalb der Stadt arbeitet. Seine Aufgabe besteht darin, Leute zu liquidieren, die von der Existenz von Eden erfahren haben. Ich konnte das anfangs gar nicht glauben, aber dann habe ich seine Berichte gefunden. Es war mir ein totales Rätsel, wie er sich darauf einlassen konnte.
Und nachdem er die Insel ausgelöscht hatte. Was? Fiel er Klepp ins Wort und sprang auf. Also hat... Ja, bestätigte Aurora mit versteinertem Blick. Aber wieso? Und warum hast du nichts gesagt, als wir bei Georgie waren? Ereiferte sich der Junge. Die hätten mich doch eingesperrt, bis die Sache geklärt ist. Ich bin lange genug hinter Gittern gesessen. Das reicht mir. Wenn man im Handelsring von Eden erfährt... Eden, ich kann's nicht mehr hören. Du hast wohl nichts als deine tollen Edenbürger im Kopf. Der Junge hielt inne, als er Auroras bohrenden Blick bemerkte. Sie nahm sich zusammen und ignorierte Klepps Wutausbruch. Ja, ich mache mir Sorgen, entgegnete sie bitter. Aber nicht nur um sie, sonst wäre ich ja nicht hier, sondern zu Hause. Ich muss mit ihm sprechen und ihn überzeugen. Der schwarze Vernichter hat schon genug Unheil angerichtet. Aber es könnte noch schlimmer kommen, wenn man ihn nicht stoppt. Er muss es wenigstens versuchen. Mehr will ich gar nicht von diesem... von dieser Missgeburt. Deshalb sprichst du also immer nur vom schwarzen Vernichter. Von ihm. Von deinem leiblichen Vater. Papa hast du ihn noch nie genannt. In der eingetretenen Stille hörte man Aurora schluchzen. Nicht zum ersten Mal musste der Junge seine Weggefährtin trösten. Aber es nützte nichts. Sie weinte nur noch schlimmer. Ihre Seelenqualen brachen sich Bahn. Manchmal frage ich mich, ob er wirklich so ein Monster ist, wie alle behaupten. Vielleicht macht er sich selbst schlechter, als er ist. Ich habe gesehen, wie er Pantelies verbrannt hat, erwiderte Klepp kopfschüttelnd. Als er die Moschni hochgehen ließ, hat er wahrscheinlich nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Gehen wir. Ich muss es genau wissen. Das Mädchen sprang auf und drang tiefer in den Kellerkomplex vor. Klepp nahm seine 7 Sachen und folgte ihr. Unterwegs wären sie beinahe in eine Sprengfalle getreten, die der Vernichter für ungebetene Gäste installiert hatte. Im letzten Moment entdeckte der Junge die dünne Schnur. Die Kellergeschosse waren äußerst einfach und systematisch angeordnet. Über eine kurze, zweiläufige Treppe gelangten die Kinder eine Ebene höher. Den größten Teil dieser Etage nahm eine geräumige, schwach beleuchtete Halle ein. Mannshohe Elektroschränke mit Schalterreihen, Bedienpulte, Bildschirme. Der Serverraum, erklärte Aurora beim Gehen. Und dort ist wohl die Satellitenbasisstation, das Telemetriemodul. Etwas verloren trottete Klepp hinter dem Mädchen her und betrachtete ehrfürchtig die verstaubten Gerätschaften, stille Zeugnisse der Errungenschaften ihrer Vorfahren. Die hatten nicht schlecht gelebt, Erfindungen gemacht, Bauwerke errichtet, die Welt erforscht, die Sonne beobachtet, sich zu den Sternen aufgemacht. Dabei hatten sie aber auch den Untergrund nicht vergessen. Dieses Eden war gewiss nicht innerhalb eines Jahres gebaut worden. Hatte da jemand den Krieg kommen sehen und sich speziell darauf eingerichtet? Hör mal, Aurora. Klepp schaute sich um. Das Mädchen war verschwunden. Aurora! Hinter der nächsten Trennwand flutete gespenstliches Licht hervor. Seine Weggefährtin saß an einem Tisch vor einem Monitor und tippte auf einer Tastatur. Ist das ein Computer? So was habe ich mal auf Fotos gesehen. Funktioniert er? Da sie nicht antwortete, schaute er neugierig über die Schulter. Ziffernreihen, Tabellen, Text in kleiner Schrift. Es war nichts zu erkennen. Aurora scrollte zu schnell durch die Seite. Klepp verlor rasch das Interesse an dem Rechner und schaute sich um. Schmutzige Teller, ein Becher mit Resten von Pilztee, eine außerordentlich aussehende Wattejacke über der Stuhllehne. Es sah so aus, als wäre der Hausherr nur kurz hinausgegangen, um gleich wieder zurückzukommen. Hinter der nächsten Trennwand stand ein aus zusammengestellten Tischen improvisiertes Bett. Daneben lagen Reste eines metallverstärkten Schlauchs, die zweifellos zum Flammenwerfer des Vernichters gehörten.
Hier reparierte er also sein Mordinstrument. Dem Jungen fiel eine unansehnliche Blechkiste ins Auge, die unter dem Bett lag. In dem Behältnis fand er eine Spritze, einige Nadeln, einen Gummischlauch und ein Plastiktütchen mit einer grauen Substanz. Die Standardausstattung eines Junkies. Angewidert schob Klepp das Fundstück weg. In der bewohnten Metro hatte er solche Dinge schon oft gesehen. Nun war klar, woher der Vernichter die Kaltblütigkeit schöpfte, mit der er seinen brisanten Auftrag verrichtete. Von nebenan drang ein überraschter Aufschrei Auroras herüber. Der Junge eilte zu ihr zurück. Wie gebannt starrte das Mädchen auf den Bildschirm und bewegte fieberhaft die Lippen. Was ist? Erkundigte sich Klepp ungeduldig. Das ist einfach unglaublich. Endlich riss das Mädchen sich vom Bildschirm los und wandte sich ihrem Weggefährten zu. Dieses Gerätemodul dient eigentlich zum Empfang von einem Beobachtungssatelliten. Hier sind jede Menge Berichte über die Sonnenaktivität niedergelegt. Ich habe die Protokolldateien geöffnet und bin dabei auf etwas Interessantes gestoßen. Einmal pro Woche wurde die Empfangsantenne auf den Verlauf eines ganz bestimmten Signals umgestellt. Es handelt sich um eine komprimierte, verschlüsselte Nachricht, deren Übermittlung nur wenige Sekunden dauert. Wenn man nicht weiß, wo man suchen muss, kommt man da nie drauf. Ich habe mal einen Spionagekrimi gelesen. In dem bekam der Agent seine Instruktionen über einen Mikrosatelliten, der für das Radar unsichtbar war. Kaum zu glauben. Aber etwas Ähnliches kam hier auch zum Einsatz. Nur eins ist seltsam. Alle eingehenden Nachrichten wurden entschlüsselt und sind hier auf dem Computer abgespeichert. Ziemlich leichtsinnig von dem Typen, der... Das klingt ja alles sehr spannend, unterbrach Klepp. Das Problem ist nur, dass ich nicht mal die Hälfte kapiert habe. Geht's nicht ein bisschen einfacher? Aurora rollte genervt mit den Augen. Sorry, ich vergesse die ganze Zeit, dass Informatik bei euch nicht unterrichtet wird. Aus diesen Instruktionen geht jedenfalls hervor, dass sich die Bombe die ganze Zeit über direkt vor unserer Nase befand. Sie wurde bereits in der Bauphase in der Nähe des Objekt 30 versteckt, um die gesamte Regierungselite während der Evakuierung mit einem Schlag auszulöschen. In Moskau war vermutlich etwas Ähnliches geplant. Dazu ist es aber nicht gekommen. Genau. Und wir verstehen nicht, wieso. In der letzten Nachricht sind sogar die vorgesehene Aktivierungszeit und die Zugangscodes enthalten. Doch aus irgendwelchen Gründen hat der Saboteur sie nicht benutzt. Plötzlich hörten sie Geräusche. Jemand kam die Treppe herauf. Das metallische Scheppern und der schwere Gang ließen keinen Zweifel. Der Hausherr rückte an. Kurz entschlossen flüchteten die Kinder in den unbeleuchteten Teil der Halle und versteckten sich hinter einem sperrigen Geräteschrank. Das Gepolter wurde lauter. Der Gigant trat mit dem Fuß gegen Schränke und fegte fluchend Geräte von Tischen. Ihm scheint schlechte Laune zu sein, flüsterte Klepp. Bist du immer noch sicher, dass du mit ihm reden willst? Selbst im Halbdunkel konnte man sehen, wie blass das Mädchen auf einmal war. Ihr stand ein gehöriger Schrecken im Gesicht. Ich muss es versuchen. Die Schritte brachen auf einmal ab. Der Junge fasste sich ein Herz und lugte um die Ecke. Der schwarze Vernichter stand am Tisch und schaute auf den flimmernden Bildschirm. War der Computer an, als wir gekommen sind? Oh, nein, erwiderte Aurora und wurde noch blasser. Ich habe ihn eingeschaltet. Oh, verdammt, dann weiß er jetzt, dass wir hier sind. Wie zur Bestätigung schaute der Gigant misstrauisch umher und machte sich auf die Suche nach den geheimnisvollen Gästen. Und was siehst du? Fragte das Mädchen ungeduldig und zupfte ihren Weggefährten am Ärmel. Anstatt zu antworten, zog Klepp Aurora hinter sich her. Er schlüpfte zwischen Gerätewagen hindurch und tastete sich an der Wand entlang,
bis seine Hand auf ein Kunststoffgitter stieß. »Los, nichts wie rein hier«, flüsterte er. Der Junge nahm den Deckel ab und kroch in den Lüftungsschacht. Aurora folgte ihm. Dicht zusammengezwängt kauerten die beiden in dem engen Loch und wagten kaum zu atmen. Aus ihrer Position konnten sie kaum etwas sehen, nur einen Ausschnitt der gegenüberliegenden Wand und ein paar Tischbeine. Von dem, was in der Halle vor sich ging, bekamen sie so gut wie nichts mit. Entweder der Vernichter interessierte sich nicht mehr für die ungebetenen Besucher, oder er war der Meinung, den Computer selbst angelassen zu haben. Jedenfalls hörten die Flüche und das Gepolter auf. Nach einiger Zeit tauchte der riesige Helm im Blickfeld auf. Er war auf den Boden geknallt und schaukelte nervig hin und her, bis ein stahlbewehrter Stiefel ihn mit einem Tritt fixierte. Dann folgten raschelnde Geräusche, das Klirren von Glas und ein Seufzer der Erleichterung. In den Lichtfleck fiel eine Spritze. »Was macht ihr da?«, fragte Aurora. »Was wohl? Er hat dir an den Schuss gesetzt. Der Mann ist ein Junkie, klar.« Das Mädchen verzog das Gesicht, erwiderte jedoch nichts. Der Gigant war mittlerweile verstummt. Er hatte sich wohl auf dem Bett bequem gemacht. »Weißt du, Aurora, ich glaube, es war keine gute Idee, hierher zu kommen. Es wäre völlig sinnlos, mit diesem Bastard zu sprechen. Der ist doch überhaupt nicht zurechnungsfähig.« Klepp streckte seinen eingeschlafenen Arm. »Wir müssen abhauen, solange er auf seinem Trieb ist.« Das Mädchen schüttelte trotzig den Kopf. Aus Sorge um das Leben anderer hatte sie einen langen, beschwerlichen Weg auf sich genommen. Nun hatte sie Angst um sich und ihren Weggefährten und zögerte, den letzten Schritt zu tun. »Ich werde zu ihm gehen«, sagte sie schließlich. »Ich brauche nur ein wenig Zeit.« Der Junge schloss resigniert die Augen. Ihm gingen viele Argumente durch den Kopf, warum es falsch war, auf den schwarzen Vernichter zuzugehen. Doch er sprach sie nicht aus, da er sich in Auroras Entscheidung nicht einmischen wollte. Ausgerechnet jetzt bekam er wieder Kopfschmerzen, Nachwehen des Schafthiebs, den ihm der vermaledeite Pilzzüchter verpasst hatte. Klepp versuchte, sich zu entspannen und die peinigenden Nadelstiche im Schädel zu ignorieren. Er lehnte die Stirn gegen die kalte Wand und machte es sich bequemer, soweit das in dem engen Lüftungsschacht möglich war. Diese Chance ließ sich sein erschöpfter Körper nicht entgehen und versetzte das Bewusstsein völlig unvermittelt in einen traumdösigen Halbschlaf. Die Bilder, allesamt schemenhaft und verschwommen, liefen mit beängstigender Geschwindigkeit ab. Der Verstand klammerte sich an die Gesichter und versuchte, bekannte Züge auszumachen. Doch je rascher sie wechselten, desto mehr verdichtete sich die Gewissheit, dass Klepp diese Leute noch nie gesehen hatte. Nur einmal tauchte eine wohlbekannte Physiognomie mit einer absurd großen Brille auf. Pantelier Schromo. Handelte es sich womöglich um die Seelen, die der Vernichter ins Jenseits befördert hatte? Aber wo befand er sich selbst? Und was waren das für Gestalten am Ende der langen Kolonne? Das Bild zoomte heran. Nur noch ein Stückchen näher, dann würde er sie erkennen. Doch bevor es soweit war, weckte ihn ein spitzer Schrei. Der Junge schreckte hoch und rieb sich die verklebten Augen. Wie viel Zeit war vergangen? Eine Stunde? Zwei? Mehr? War er tatsächlich eingeschlafen, direkt vor der Nase des Todfeinds? An seinem Gesicht huschte ein nasses, graues Knäuel vorbei. Abermals kreischte Aurora auf und klammerte sich an ihren Weggefährten. Die nicht weniger erschrockene Ratte blinzelte mit ihren roten Knopfaugen und suchte eiligst das Weite. »Hey, spinnst du?« Klepp hielt dem Mädchen den Mund zu und horchte. Er hat doch Glück gehabt. Die Sekunden verstrichen quälend langsam. Nichts passierte. Der Junge atmete auf und sah Aurora vorwurfsvoll an. »Was fällt dir ein, so zu schreien? Hast du noch nie im Leben eine Ratte gesehen?«
war eingeschlafen und dann ist sie plötzlich aufgetaucht. So ein Riesenvieh. Ein Glück, dass diese Eisentrottel nichts gemerkt. Plötzlich gepoltert draußen. Ein Gerätewagen wurde von einer unsichtbaren Kraft in die Ecke geschleudert. In der Schachtmündung erschien eine stahlbewehrte Hand. Aurora kreischte und zog die Beine an. Die Hand tastete umher und reichte fast bis zu ihrem Schuh. Die hakenartigen Finger schabten über die Blechwände des Schachts und ließen tiefe Kratzer zurück. Die Kinder krochen weiter und sahen sich immer wieder um. Das an den Nerven zerrende Schaben hörte auf. Eine Zeit lang spukte der Lichtschein einer Lampe durch den Lüftungskanal. Dann tat es einen Rumpler und etwas Massives wurde vor die Öffnung geschoben. Der Vernichter hatte den Ausgang verbarrikadiert. Der horizontale Schachtabschnitt erwies sich als äußerst kurz. Schon nach wenigen Metern stießen die Kinder auf eine vertikale Wand. Klepp tastete nach oben und fluchte. Da kommen wir nicht rein. Der Schacht ist zu schmal. Und was machen wir jetzt? Fragte das Mädchen mit bebender Stimme. Keine Sorge, irgendetwas fällt uns schon ein. Klepp machte auf Optimismus, obwohl es wenig Grund dazu gab. Sie saßen in der Falle. Wenn nicht der Vernichter, dann würde sie früher oder später der Hunger aus ihrem Schlupfloch treiben. Doch die Situation spitzte sich schneller zu als gedacht. Aus der Mündung des vertikalen Schachts rieselte plötzlich Roststaub und kurz darauf roch es verbrannt. Er hat den Stockwerk weiter oben ein Feuer gemacht. Der Dreckskerl will uns ausräuchern. Die Hoffnung, der Qualm würde nach oben abziehen, erfüllte sich nicht. Der alte Schacht hatte praktisch keinen Zug. Vermutlich war die Austrittsöffnung verstopft. Schon nach kurzer Zeit husteten sich die Kinder die Seele aus dem Leib und pressten sich die Säume ihrer Jacken vor die Nase. Klepp wusste, dass er jetzt keine Sekunde zögern durfte und drängte seine Weggefährtin energisch zum Ausgang. Aurora trommelte mit den Füßen gegen den Kasten, der vor der Öffnung stand, doch das Hindernis bewegte sich keinen Millimeter. »Lass mich mal versuchen!« Klepp versuchte, sich an Aurora vorbeizuzwängen, doch in diesem Moment wurde der Kasten zurückgeschoben und die eiserne Hand fischte die beiden aus ihrem Schlupfloch. Von einer Staubwolke verhüllt, hielt die Ameise vor dem Hauptportal des Observatoriums an. Ein Ruck ging durch den gepanzerten Aufbau, der Motor zischte noch einmal auf und verstummte dann. Knarzend öffnete sich die Tür. Aus dem Container sprangen vier Kämpfer und verteilten sich am Rand des Parks. Nach ihnen kletterte der alte Mann heraus. »Den Fahrer lasse ich hier! Der soll auf den Transporter aufpassen!« rief Afanasi und rückte seine Gasmaske zurecht. »Du solltest lieber auch hier bleiben«, erwiderte Düm mit einem skeptischen Blick auf den alten Seemann. »Sonst doch was! Ich werde diesen Schweinen höchstpersönlich den Hals umdrehen. Taran, wo geht's lang?« Der Stalker sah sich um. Direkt gegenüber erkannte er die von Unkraut überwucherten Ruinen des Hotels. Rechter Hand erhob sich das Hauptgebäude mit der beschädigten Kuppel. Soweit Taran sich erinnern konnte, beherbergte es ein Astronomiemuseum. Linker Hand befand sich der kaum wiederzuerkennende Pavillon des Sonnenteleskops. Das alte Gemäuer war halb verfallen und von klaffenden Rissen durchzogen. Als Taran den Blick über die Umgebung schweifen ließ, kamen ihm plötzlich Zweifel daran, dass sich das ominöse Objekt 30 tatsächlich irgendwo unter dem Hügel befand. Das Territorium der Sternwarte, einschließlich des umliegenden Parks, war für die Öffentlichkeit immer zugänglich gewesen. Die Errichtung einer geheimen unterirdischen Stadt wäre hier hundertprozentig aufgeflogen. Unter der Erde konnten sich bestenfalls ein normaler Luftschutzbunker und die Technikräume für die Wartung der gigantischen Teleskope und Antennen befinden. Aber wie kam man in diese Keller hinein? »Wir müssen irgendeinen Zugang nach unten finden. Alles, was nach Leiter oder Schacht aussieht, ist interessant.« Mit schussbereiten Gewehren verteilten sich die Kämpfer in der Umgebung.
Es würde ewig dauern, das ganze Gelände abzusuchen. So viel Zeit hatten sie aber nicht. Taran fluchte und kickte ärgerlich einen gefrorenen Klumpen Laub beiseite. Was, wenn er mit seiner Vermutung falsch lag und der Kabelschacht in eine völlig andere Richtung führte? Was, wenn Klepp schon längst eingeholt worden war? Lieber nicht daran denken. Der Stalker runzelte die Stirn, als ihm die Aufpuffgase des Raketentransporters in die Nase stiegen. Das alte Ungetüm rauchte wie eine Dampflok. Oder war das gar nicht die Ameise? Der unangenehme Geruch verstärkte sich. Es roch deutlich verbrannt. Aber von woher? Die Quelle des Gestanks fand Taran buchstäblich vor seiner Nase. Aus einem Schmelzloch in einer unscheinbaren Schneewehe quoll dünner Rauch. Taran räumte den Schnee beiseite und stieß auf die Abdeckung eines Abzugsschachts. Sein Herz schlug schneller und alle Zweifel waren wie vom Winde verweht. Die Einflüsterungen seines Stalker-Instinkts gingen wie immer mit einem leichten Frösteln einher. Wie ein Jagdhund, der eine Fährte aufgenommen hatte, marschierte Taran auf das zunächst liegende Gebäude zu. Die Flinte, die er aus der Ameise mitgenommen hatte, nahm er jetzt von der Schulter. Der Eingang musste hier irgendwo in der Nähe sein. Und er würde ihn finden. Das wusste Taran. Halt durch, Klepp. Ich bin gleich bei dir. Vom ätzenden Rauch brannten die Lungen und die Augen tränten. Nachdem der Junge ein wenig durchgeatmet hatte, half er Aurora auf die Beine. Was zum Henker habt ihr hier verloren? Plaffte ein dröhnender Bass hoch über ihren Köpfen. Als die Kinder den gepanzerten Giganten unmittelbar vor sich aufragen sahen, schrien sie unwillkürlich auf. Aus der Nähe wirkte der schwarze Vernichter in seiner verrußten Montur noch furchterregender als sonst. Wie eine Inkarnation der absoluten Finsternis. Er spielte mit dem Schlauch seines Flammenwerfers herum und musterte die Eindringlinge durch die Seelschlitze seines Helms. Klepp suchte fieberhaft nach einem Ausweg und tastete instinktiv seine Jacke ab. Dabei wurde es ihm schmerzlich bewusst, dass er es auf dem gesamten Weg von der Senaya bis hierher nicht geschafft hatte, sich irgendeine Waffe zu besorgen. Der Gigant achtete nicht auf das Gefummel des Jungen. Er hatte sein Augenmerk auf dessen Weggefährtin verlegt. Ich wiederhol's nochmal. Was zum Henker habt? Die zornige Tirade brach mittendrin ab. Mit vorgebeugtem Oberkörper trat der Vernichter näher, fiel völlig unvermittelt auf die Knie und breitete seine mächtigen, in Stahl gefassten Arme aus. Diese Augen, diese Lippen, unglaublich, mein Gott, wie ähnlich du deiner Mutter bist, Aurora, meine Kleine, du hast mich gefunden, du hast mich gesucht. Ohne in diesem Moment an die Rüstung zu denken, schickte der Gigant sich an, Aurora in die Arme zu schließen. Doch die hatte damit offensichtlich ein Problem. Fau den weg, fauchte sie. Erstaunlicherweise hielt der Vernichter tatsächlich inne. Er wage es nicht, mich anzufassen, du Mörder. Mein Kind. Deine Hände sind mit Blut besudelt. Es ist nicht so wie... Doch! Nein, so einfach ist es nicht. Das, was du von mir denkst, was du über mich weißt. Geh weg! Du hast mich und Mama sitzen lassen. Du tust schreckliche Dinge. Aurora zitterte am ganzen Leib. Über ihre Wangen liefen dicke Tränen. Ich hasse dich. Aber du bist doch hergekommen, entgegnete der Gigant konsterniert. Du wolltest mich doch sehen und mit mir reden, oder nicht? Ich wollte... Lass es mich dir erklären. Aurora wischte sich mit dem Ärmel die Tränen aus dem Gesicht und sah ihren Vater herausfordernd an. Deine Untaten sind doch nicht zu rechtfertigen. Nur wenn du mir versprichst, von dieser Minute an damit aufzuhören
unschuldige Menschen zu töten, werde ich dir anhören.« Eine quälend lange Pause entstand. Endlich reagierte der schwarze Vernichter, ließ sich auf einer Kiste nieder und gab mit einem Kopfnicken zu verstehen, dass er einverstanden war. Während er noch nach den richtigen Worten suchte, durchbohrte ihn Aurora mit hasserfüllten Blicken. Klepp trat zu seiner Weggefährtin und nahm sie an der Hand. Das Mädchen nahm die moralische Unterstützung dankbar an, ohne den Giganten aus den Augen zu lassen. Bald darauf drang eine gedämpfte Stimme aus dem massiven Helm des Eisenmenschen. »Früher habe ich im Observatorium gearbeitet, als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Sonnenphysik. Wir haben die ionisierende Strahlung der Sonne erforscht. Sie wird in den oberen Schichten der Atmosphäre vollständig absorbiert. Deshalb kann man sie nur mit Hilfe von Satelliten analysieren. Ich war zwar nur wissenschaftlicher Mitarbeiter, galt aber als vielversprechendes Talent. Als einer der Projektleiter plötzlich an einer banalen Grippe verstarb, hat es sich deshalb so ergeben, dass ich seinen Posten bekam.« »Komm zur Sache, Mann«, dachte Klepp und schnitt eine gequälte Grimasse. Doch Aurora teilte seine Ungeduld nicht. Sie war ganz Ohr. »Ich war ewig damit beschäftigt, den wissenschaftlichen Nachlass meines Vorgängers auszuwerten«, fuhr der Vernichter fort. »Notizen, Dateien, Berichte, alles musste gesichtet und sortiert werden. Dabei bin ich im Computer auf Spuren seltsamer Signale gestoßen. Sie waren natürlich verschlüsselt gewesen, aber dieser Typ hatte nichts Besseres zu tun gehabt, als den Code auf einem USB-Stick abzuspeichern. Jedenfalls habe ich einen ganz schönen Schrecken bekommen, als mir klar wurde, dass ich in eine handfeste Verschwörung hineingeraten war. Ich wollte die Sache den Behörden melden und habe sogar bei der Miliz angerufen, aber die haben mir nicht geglaubt und mich abblitzen lassen. Mit ein paar deftigen Flüchen. Und das die Schublade. Zuerst war ich ratlos, aber dann habe ich mir vorgenommen, weiteres Beweismaterial zu sammeln und das Ganze dem FSB zu übergeben. Beim nächsten vorgesehenen Termin habe ich die Geräte also wieder auf Empfang eingestellt. Als ich die Nachricht las, wären mir beinahe die Augen rausgefallen. Sie enthielt den Aktivierungscode und das Datum, auf das die Zeitschaltuhr eingestellt werden sollte. Die Instruktionen, wie man an das Objekt herankommt, waren in den vorhergehenden Botschaften niedergelegt. Zugangsausweis, Reparaturarbeit der Kluft, alles fand sich an seinem Platz. Aber anstatt zur Bombe zu gehen, habe ich lieber meine Haut gerettet. An etwas anderes habe ich in jenem Moment nicht gedacht. Ins Objekt bin ich problemlos reingekommen. Besser gesagt, nicht ins Objekt selbst, sondern in den Dienstleistungssektor. Zu den hohen Herren kommt man wahrscheinlich bis heute nicht durch. Jedenfalls habe ich dort den Atomschlag überdauert.« Der Gigant hielt inne und rollte die Schultern. Klepp bemerkte die unnatürliche Pose und ein leichtes Wippen im Oberkörper des Riesen. Waren das erste Entzugserscheinungen? Ein bisschen früh? Oder einfach die Nerven? »Wo hast du Mama kennengelernt?«, fragte Aurora mit eisiger Stimme. »In Eden, wo sonst?«, erwiderte der Vernichter und seufzte. »Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein wunderbares Paar wir waren. Trotz der schrecklichen Umstände des Krieges und trotz der Gefangenschaft unter der Erde waren wir glücklich. Wir hatten ja uns. Doch alles hat sich schlagartig geändert, als deine Mutter schwanger wurde. Denn damit verstießen wir gegen ein strenges Verbot, das die Führung verhängt hatte, um die Einwohnerzahl im Objekt zu begrenzen. Man stellte uns vor die Wahl, entweder wir treiben das illegale Kind ab, oder ich entschied mich für die zweite Möglichkeit. Ich habe die Stadt freiwillig verlassen
und den Platz an der Sonne an dir abgetreten.« Der Gigant sah auf und musterte seine Tochter. Die hörte stoisch zu und starrte dabei auf den Boden. »In den langen 13 Jahren seit deiner Geburt habe ich Eden gedient, indem ich das Geheimnis seiner Existenz hütete. Dabei habe ich nie die Hoffnung verloren, eines Tages zu meiner heißgeliebten Frau und zu dir, meine Kleine, zurückkehren zu dürfen. Ich habe sogar versucht, den Mikrowellenstrahler am Eingang lahmzulegen. Aber du weißt ja, das Sicherheitssystem lässt sich nicht umgehen und schon gar nicht außer Gefecht setzen. Die Zeit verrann und außer leeren Versprechungen habe ich nie etwas erreicht. Und dann wollte es ein glücklicher Zufall, dass diese durchgeknallten Kommunisten auf die Stromtrasse gestoßen sind. So gelangte ich wieder ins Observatorium. Der Computer pfiff zwar aus dem letzten Loch, aber er funktionierte noch. Den Aktivierungscode, den ich mir seinerzeit leichtsinnigerweise nicht notiert hatte, bekam ich mit ein paar Mausklicks heraus. Das eröffnete mir die Möglichkeit, die Führung von Eden mit einer Atombombe zu erpressen. Aber die habe mir das natürlich nicht abgenommen. Kein Mensch hätte ernsthaft daran geglaubt, dass in unmittelbarer Nähe einer der am besten geschützten Bunkeranlagen der Welt ein solches Überraschungsei versteckt war. Abgesehen davon hätte ich das Objekt 30 so oder so nicht in die Luft gesprengt, in dem Wissen, dass meine Frau und meine Tochter dort leben. In meinem Frust habe ich die Bombe dann demontiert. Das ging ganz einfach, wie bei einem Lego-Bausatz, und sie Stück für Stück in die Nähe des Ankerplatzes der Babylon transportiert. Der Rest war eine Frage der Technik. Die Bombe ist in einem Container mit getrockneten Pilzen auf die Moschni gelangt. Billig und effektiv. Zum Glück kam niemand auf die Idee, den Inhalt des Containers mit Messgeräten zu kontrollieren. Die Atomexplosion hat den Exodus aus der Metro gestoppt. Der Schutzwall gegen die Bestien, den die bewohnten Stationen bilden, bleibt Eden damit auf lange Zeit erhalten. Ich habe das zum Schutz unseres Zuhauses getan, zu deiner und zu Mamas Sicherheit. Du wolltest dir nur andienen und dir damit einen Platz in Eden erkaufen, mit dem Tod hunderter Unschuldiger. Auroras Augen blitzten vor Zorn. Der Gigant erwiderte zuerst nichts und seufzte tief. Dann fuhr er ermattet fort. Ich wollte bei meinen Lieben sein. Als die Insel Geschichte war, habe ich die Führung des Objekts über die positiven Folgen informiert. Doch deren Reaktion fiel anders aus, als ich erwartet hatte. Diese verfluchten Moralisten im Geheimdienst wollten niemanden in ihren Reihen haben, der eine ganze Siedlung ausgelöscht hat. Aber jetzt spielt das keine Rolle mehr. Der schwarze Vernichter richtete sich zu voller Größe auf und breitete versöhnlich die Arme aus. Als sein Bein in dem riesigen Stahlstiefel vortrat, wichen die Kinder reflexartig zurück. Du hast doch eine Schiebkarte, mit der man reinkommt. Sie werden mich anhören müssen. Und dann... Nein, schrie Aurora und ballte die Fäuste. Mit deinen Gewaltexzessen hast du sie viel zu sehr eingeschüchtert, als dass sie noch mit dir reden würden. Der Terroranschlag hat dir Eden keinen Zentimeter näher gebracht. An deinen Händen klebt nicht nur das Blut jener Unglücklichen, sondern auch das Blut meiner Mutter. Du bist viel zu weit gegangen. Mama hat sich sofort von dir losgesagt, als sie von den ersten Opfern erfuhr. Alina, was ist mit ihr? Mama lebt nicht mehr. Als sie von der Katastrophe der Insel erfuhr, hat ihr Herz versagt. Die Zeit gerann zu einem zähen Brei, in dem die Sekunden quälend langsam verrannen. Adrenalin schoss ins Gehirn, die Schläfen pochten. Die schwarze Ausgeburt der Finsternis
verharrte am Rand des spukhaft bläulichen Scheins, den der flimmernde alte Bildschirm in den Raum warf. Wie lange dauerte es, bis einem das totale Desaster bewusst wird, wenn alle Träume zerplatzen und sich ins Nichts auflösen? Der Riese schwankte und verschränkte die mächtigen Pranken über dem Helm. Unter dem Visier quollen unverständliche Laute hervor, die an das Gequengel eines beleidigten Kindes erinnerten. An Aurora und Klepp, die ihm gegenüberstanden, schien der Vernichter in seinem Kram jedes Interesse verloren zu haben. Das Gejammer, das so leise und harmlos begonnen hatte, wuchs sich plötzlich zu einem verzweifelten Schrei aus, in dem sich unsäglicher Kummer entlud. Jetzt beschleunigte sich die Zeit wie ein abgeschossener Pfeil. »Du bist an allem schuld!« brüllte der Gigant, und der Finger in seinem gepanzerten Handschuh richtete sich auf das Gesicht des Mädchens. »Ohne dich wäre das alles nicht passiert!« Als seine andere Hand den Griff des Flammenwerfers umfasste, spürte Aurora einen heftigen Ruck. Das war Klepp, der sie energisch aus der Schusslinie zog. Die Kinder flüchteten in den Gang und rannten um ihr Leben. Jeden Augenblick rechneten sie damit, den tödlichen Feuerstrahl im Rücken zu spüren. Doch es passierte nichts. Stattdessen hörten sie hinter sich den Vernichter fluchen, dem erst jetzt wieder einfiel, dass in den Tanks des Flammenwerfers kein Brennstoff mehr war. Seine schweren Schritte und das Rasseln der Rüstung hallten bedrohlich durch den Serverraum. »Ihr entkommt mir nicht«, drohte er. »Gebt mir die Schiebkarte, dann lasse ich euch gehen.« Die Kinder hatten nur noch wenige Meter bis zur Treppe, als ihnen plötzlich ein grauer Schatten entgegentrat. Das Mädchen kreischte vor Schreck und stürzte. Ihren Weggefährten riss sie mit sich zu Boden. Vor den Augen tauchten profilierte Stiefelsohlen auf. Der Unbekannte und der Vernichter hatten den Gang praktisch gleichzeitig erreicht. In der Stahlfaust des Giganten funkelte ein riesiges Jagdschwert. Eine kurze Ausholbewegung und die breite Klinge sauste auf Aurora herab. Ein Schuss krachte. Das Schwert zuckte zur Seite und verschwand in der Dunkelheit. Der Unbekannte lud durch und richtete seine Flinte auf die Gestalt in der Rüstung. »Schluss jetzt!« Als Klepp die eiserne, wohlvertraute Stimme hörte, sprang ihm vor Freude fast das Herz aus der Brust. Ach, endlich! Jetzt, wo Taran bei ihm war, würde alles gut werden. »Schon wieder du!« schnaubte der Vernichter. »Geh mir aus dem Weg, sonst zerquetsche ich dich zusammen mit diesen beiden miesen Ratten!« Die seelischen Erschütterungen wollten kein Ende nehmen an diesem Tag. Der Junge verharrte in stummem Entsetzen, als er die nächsten Worte des Stalkers vernahm. »Ich habe alles mitgehört. Schluss mit dem Versteckspiel, Pachom. Ich weiß, dass du unter dem Helm bist. Es ist schon genug Blut geflossen. Was vorbei ist, ist vorbei.«